Hallo Leute, nur ein paar Jahre nachdem dieses Format bei Muslim-Apologeten in Großbritannien modern war und die dann alle ausnahmslos eingegangen sind, kommt jetzt, genau wie zum Beispiel London Dawah Movement und wie sie alle hießen, diese völlig idiotische Form der Islamverbreitung also auch nach Österreich. Und weil wir nicht mehr im 7., sondern im 21. Jahrhundert leben, wird sie wohl ein paar Jahre nach Großbritannien auch in Österreich sang- und klanglos eingehen, weil dieses alberne und kindische Geplänkel einfach nur hirnloses Geschwafel ist und lediglich Muslime beeindruckt, denen das kritische Denken untersagt ist. Jeder normale Mensch wird hier nur milde lächelnd den Kopf schütteln. Soweit die Zusammenfassung und jetzt sehen wir uns dieses peinliche Malheur mal genauer an und gehen das mal Stück für Stück durch. Ich habe ja nicht nur einmal diese Gruppe, dieses Imam-TV und deren recht simple und einfältige Argumentation analysiert und sachlich kritisiert, nur erscheint man hier von Fortschritt oder Lernen nicht viel zu halten. Anfangs habe ich noch unterstützt, habe höflich Vorschläge gemacht mit dem Ergebnis, dass ich einfach nur zensiert wurde. Die Leute bei Imam-TV sind inkompetent und haben nur Zensur statt Argumenten. Weshalb ich auch nicht mehr höflich und zurückhaltend bin. So, das fast 19 Minuten lange Video führt die Wissenschaft zur Gottlosigkeit, beginnt mit zwei Muslimen, die sich erstmal selbst beweihräuchern mit gegenseitigem Lob und so weiter. Und dann geht es auch schon ab ins Oberflächliche. Nur weil in den vergangenen Jahrhunderten Religion und Gottesgläubigkeit Pflicht war, heißt nicht, dass wir heute, wo Götter allesamt überflüssig geworden sind, immer noch gezwungen werden, diesen altertümlichen Aberglauben und die Rituale aufrechtzuerhalten. Wenn wir ganz zurückgehen zu den alten Griechen, haben wir Aristoteles, der an eine Finalursache geglaubt hat. Heute sind nur noch wenige Philosophen und Wissenschaftler mit einem Gottesglauben behaftet. Jedenfalls nicht in nicht-muslimischen Ländern, so rum. Genau wie bei den Dawah-Kollegen in England wird dieses Diskussionsformat eingehen. Da hier nicht mal ebenso unwissende Passanten auf der Straße überrumpelt werden, sondern nachprüfbare Aussagen gemacht werden und Lügen so erheblich schneller entlarvt werden können. So zum Beispiel das mit Charles Darwin. Auch Charles Darwin, ja, der gottgläubig war. Und hier sehen wir das Fatale an diesem Vorgehen, da wir hier sofort nachhaken können, was auf der Straße ja nicht möglich ist. Es gibt im Internet, das ist ja im Koran nicht erwähnt, ganze Seiten mit allen Papieren, aller Korrespondenz und allem, was Darwin je geschrieben hat. Darwin hat viel für die Wissenschaft getan, aber nichts für den Götterglauben. Und deshalb versuchen viele Theisten, etwas in den Schriften von Darwin zu finden, was ihn als religiösen Menschen entlarvt. Als ob dies in irgendeiner Weise seine genialen Ausführungen in der Biologie schmälern würde. Das ist kindliches Denken eben. Aber selbst hier kann man sehr schnell Wahrheit und Lüge, also Realität und Wunschdenken, aufdecken. Und da findet man sehr schnell heraus, dass hier, wie bei Imam üblich, gelogen und betrogen wird, dass sich die Balken biegen. Auch Charles Darwin, ja, der gottgläubig war. Nein. Darwin hat nie offen über seine Einstellung zu Göttern geschrieben. Es wurde immer unwichtiger für ihn. Es gibt nur, also sofern mir bekannt, nur einen einzigen klaren Satz von ihm aus einem privaten Brief. I think that generally, that an agnostic would be the most correct description of my state of mind. Was Imam-TV hier schafft, ist ein billiger Ad hominem. Das reine Runterputzen der Person, anstatt die Argumente oder Tatsachen selbst zu adressieren. Denn selbst wenn Darwin tief religiös gewesen wäre, hätte dies keinen Einfluss auf das, was er in der Biologie beigetragen hat. Warum ist das so schwer, das zu kapieren? Und jetzt folgt die Frage, was Agnostik ist. Und hier kommt jetzt wieder diese Unfähigkeit von fast allen Theisten hoch, die einfach nicht kapieren können oder vielleicht auch nur nicht wollen, was ein Atheist ist. Ist schon fast bühnenreif, was hier abgezogen wird. Anstatt einfach nur darzustellen und kurz zu erklären, dass etwas Nicht-Glauben und Nicht-Wissen zwei verschiedene Sachen sind und da keiner mit Sicherheit weiß, ob Götter existieren, der Begriff Agnostik eigentlich überflüssig ist. Und stattdessen wird jetzt der Begriff Atheist mit Atheismus, also einem Ismus, der völlig Banane ist, noch weiter ausgeschmückt.
Nein, ich habe keinen Götterglauben, aber auch keine Geisteshaltung, Weltanschauung, politische Ansicht, Doktrin, Dogma oder sonst was bezüglich Göttern. Also ist das Wort Atheismus als Ismus völlig unangebracht und idiotisch. Aber, naja, als herabwertender Begriff scheint es allemal zu reichen. Gottes Existenz, Existenz negiert, genau, ja. Quatsch. Ich negiere nicht, schon gar nicht Götter. Wie kann man etwas negieren, wofür es gar keine Beweise für die Existenz gibt? Das ist unlogisch. Und nach 4 Minuten kommt der nächste Knaller. Das goldene Zeitalter des Islam. Mensch, wir wissen doch mittlerweile, dass das reine Propaganda war. Kein Moslem hat hier etwas Revolutionäres erfunden oder entdeckt. Mit einer Ausnahme, okay? Ja, ich weiß. Denn von den ca. 1000 Nobelpreisempfängern seit 1901 gibt es einen einzigen wissenschaftlichen Preis, der einem Muslim verliehen wurde. Einem Mann, einem Ägypter in Chemie 1999, der hat in den USA gearbeitet. Sonst war da nichts. Was vor 1000 Jahren Al-Haytham geschrieben hat, ist bemerkenswert, aber nicht sensationell. Nein, die Lochkamera gab es schon 1000 Jahre früher. Also ist da nichts Weltbewegendes, sondern wir reden hier lediglich über eine Weiterentwicklung, die der Mann gemacht hat. Evolution, nicht Revolution. Ja, bemerkenswert, aber nicht mehr. Es gibt viele Wissenschaftler, die sagen, dass wir heute ihm zu verdanken haben, dass wir Kameras haben. Und solche Sätze sind es, die bei mir dieses Unwohlsein erzeugen, diese dreisten Lügen, die versuchen, das war ja im Kommunismus genauso, alle Errungenschaften der eigenen Ideologie zuzuordnen und alle negativen Seiten den anderen, den Gegnern, den anderen in die Schuhe zu schieben. Und deshalb stirbt ja der Islam auch, weil hier so irre eindringlich gezeigt wird, wie schwach der Islam eigentlich ist, sodass man sich nur mit Lügen über Wasser halten kann, indem man sich mit fremden Federn schmückt. Nur mal zur Erinnerung, jegliche Neuerung, jeder Fortschritt ist im Islam verboten. Der Koran fordert Menschen auf, nicht nur nicht kritisch nachzufragen, sondern alles, was Zweifel auslösen könnte, zu vermeiden. Deshalb, wir haben heute im 21. Jahrhundert, da haben Muslime unheimliche Probleme, mit diesen ganzen Ungereimtheiten, den Widersprüchen und Fehlern im Koran umzugehen. Alles, was ihnen beigebracht wird, ist Lügen und einfach zu behaupten, das gibt's alles gar nicht. Da gibt's keine Fehler, da gibt's keine Widersprüche. Das ist aber ganz schön schwer, dauernd lügen zu müssen, obwohl man es ja eigentlich besser weiß. Und eigentlich müsste man es ja auch aufarbeiten und nicht einfach darüber lügen. Kann man sagen, dass die Wissenschaft Gott begraben hat? Nee, in keiner Weise. Und was bei diesem Format so unglaublich schlecht ist, dass sich hier zwei Menschen über ein Thema unterhalten, von dem sie keinen blassen Schimmer haben. Anstatt jemanden dazu zu holen und notfalls auch jemanden wie mich, um einen Gegenpol, eine eher objektive Meinung zu haben, die auf Fakten beruht, werden hier einfach nur Plattitüden hin und her geschoben. Beide verstehen von Wissenschaft so viel wie unsere beiden Katzen. Nichts. Wissenschaft und Religion sind Gegensätze. Gegensätzlich, völlig. Wissenschaft basiert auf Daten, Fakten, Informationen, Verifizierung, Falsifikation und Religion nur auf Fantasie, Wunschdenken, Lügen, bestenfalls Emotionen. Das sind Gegensätze. Aber heutzutage herrscht irgendwie dieser Mythos, dass alle Wissenschaftler Atheisten sind. Schon wieder so ein Red Herring. Es ist völlig egal, ob ein Wissenschaftler irgendwo noch einen Götterglauben hat, solange dieser Glaube an der Labortür abgelegt wird. Es sind die Fakten, die Daten, die irgendwie relevant sind und nicht der Glaube. Wir bekommen Anfragen von Brüdern und Schwestern, die studieren und sagen, mein Professor hat seine atheistischen Denkansätze in seiner Vorlesung präsentiert. Oh Mann, das tut ja schon weh. Wie kann ein Mensch, der im 21. Jahrhundert lebt, solch rückständige Ansichten haben? Okay, ich habe keinen Götterglauben. Okay, ich sehe keinen guten Grund zu glauben, dass Götter und Göttinnen existieren. Also lasse ich es. Aber das stellt doch keinen Denkansatz dar. Ich gehe doch nicht an irgendein Thema ran mit dem Gedanken, oh, bloß nicht an Götter glauben, bloß nicht an Götter glauben. Ich glaube einfach nicht an Götter. Ich denke nicht an Götter. Es sei denn, jemand fordert mich dazu auf, wie in diesem Video. Aber das ist doch nicht mein Lebensinhalt, das ist doch nicht etwas, womit ich mich laufend beschäftige. Es herrscht bei den Menschen auch so dieses Gefühl, Wissenschaft ist diametral zum theistischen Glauben. Ja, genau so ist es auch. Ich kann nicht glauben, dass eine Leiche durch Schläge mit einem Steak wiederbelebt werden kann,
wie im Koran behauptet wird, und gleichzeitig Medizin studieren? Oder glauben, dass Menschen aus Wasser, aus Blut oder Staub erschaffen wurden, in Handarbeit? Das eine schließt das andere aus. Vollkommen. Es sind Gegensätze. Es gibt keine mir bekannte Aussage im Koran, die bestätigt werden kann, die wahr ist. Keine einzige. Also kann die Wissenschaft eine Methodik mit Prozessen, die alles in der Natur erfasst, sammelt, kategorisiert, analysiert und anschließend auch erklärt, sich niemals etwas Metaphysischem zuwenden, was nicht erfasst werden kann, um den Inhalt des Korans zu bestätigen. Sobald etwas Metaphysisches erfasst werden kann, ist es Teil der Natur und damit durch die Wissenschaft erfassbar. Man kann aber mit einem Hammer keine Augenbrauen zupfen. Es ist das falsche Werkzeug. Es gibt zwischen Hammer und Pinzette keinen Zusammenhang, wie es zwischen Religion und Wissenschaft keinen Zusammenhang gibt. Ich kann durch die Wissenschaft oder mit der Wissenschaft nichts mit Göttern anfangen, weil sie nicht erfassbar sind. Sie sind nicht empirisch erfassbar. Also warum versuchen so viele Menschen krampfhaft genau das zu bewerkstelligen? Es muss doch zwangsweise daneben gehen. Ich glaube, dass wissenschaftliche Prämissen theistische Ansätze untermauern, begründen können. Wir haben beispielsweise laut allen Wissenschaftlern heutzutage eine Feinabstimmung im Universum. Oh Mann, nicht schon wieder so ein Quatsch. Nein, es gibt keinen einzigen mir bekannten Wissenschaftler, der so einen Schwachsinn von sich gibt. Die Physik ist empirisch entstanden, also werden Größen erfasst, gemessen, dargestellt und nicht vorgeschrieben. Hier zeigt sich das eingeschränkte Denkvermögen der beiden und von so vielen Islam-Apologeten. Da sich wissenschaftliche Prämissen auf das Erfass- und Messbare beziehen, können keinerlei theistische Ansätze auch nur im Ansatz Teil der Wissenschaft sein. Das ist völlig idiotisch, eine absurde Vorstellung. Auch die Tatsachen sprechen ja dagegen. Und die etwas naive und kindliche Vorstellung der beiden Muslime hier ist für manche bestimmt niedlich, aber für mich ist es eine Katastrophe, die aufzeigt, wie rückständig doch die meisten Muslime sind und was der Islam doch an negativem Einfluss haben kann. Der Koran macht Aussagen und stellt Behauptungen auf, die wissenschaftlich analysiert werden können. Egal, ob aus den Bereichen Geologie, Ozeanographie, Kosmologie, Biologie und so weiter, wie sie alle heißen, alle Behauptungen, egal aus welchem Gebiet, sind falsch. Völlig falsch. Five quick reasons why theism does not offer a solution to the purported fine-tuning problem. Manchmal sagen sie sogar genau das Gegenteil von dem, was wir in der Realität, der reellen, natürlichen Welt finden. Und das wäre doch ziemlich blamabel für einen Gott, denke ich. Ich habe seit Jahren Muslime aufgefordert, mir etwas im Koran zu zeigen, was stimmt. Und keiner hat es jemals geschafft. Und wenn man diesen beiden Vögeln hier zuhört, dann weiß man auch warum. Da ist keine Bildung, da ist kein wissenschaftliches Verständnis, da ist nur hohles Nachplappern, was andere vorher schon gedacht und gesagt haben, egal wie falsch es ist. Die meisten Muslime sind laut muslimischen Hilfsorganisationen Analphabeten. Die Mehrzahl sind, also wir reden von 50% hier. Leider ist das so. Und diese beiden hier können wenigstens lesen und schreiben, aber viel mehr auch nicht. Und warum ist das so? Weil hier kriegen wir es live mit. Wenn wir uns den Kosmos ansehen und wir betreiben die Wissenschaft und wir sind fasziniert von der Wissenschaft, aber nicht fasziniert von dem, der es erschaffen hat. Das heißt, es sollte immer dieser Link vorhanden sein, dass wir sagen, wir schauen in den Kosmos, wir sehen diese Feinabstimmung, wir sehen diese gesetzliche Regelung und sagen, Subhanallah, Allah hat das Recht, angebetet zu werden. Das ist die Basis. Ja, hier sehen wir es. Nichts geht ohne den Islam. Man darf nichts denken, ohne den Schöpfergott des Islam mit einzubeziehen. Die Realität muss sich dem Koran anpassen und nicht umgekehrt. Ich war vor kurzem in der großen Moschee hier und habe dem Imam dort ein paar Fragen gestellt. Und dann ging ein Typ auf mich los und der hat mich wüst beschimpft und der musste dann von seinen Untergebenen richtig gewaltmäßig rausgezogen werden, weil der einfach nicht damit umgehen konnte, dass ich Fragen gestellt habe, die er nicht beantworten konnte und die halt etwas negativ waren. Nur weil ich Fragen gestellt habe. Also ich habe nur Fragen gestellt. Ein Moslem meinte dann, ich hätte die falschen Fragen gestellt. Und dann gab er offen zu, dass wenn im Koran steht 1 plus 1 ist gleich 3 und wir in der Mathematik 1 plus 1 ist gleich 2 sehen, wir die Mathematik in Frage stellen müssen, nicht den Koran.
da dieser doch, und das ist ja ganz offensichtlich so, von einem Gott, dem einen Schöpfergott, geschrieben wurde. Und der weiß es ja schließlich besser als wir. Das ist die Einstellung, die dafür sorgt. Das ist die Ursache für die Rückständigkeit von Muslimen heute im 21. Jahrhundert. Diese Hohlköpfe im Video geben dies genauso offen zu wie der Muslim in der Moschee. Wir als Muslime haben ein Fundament, das nennt sich Koran und Sunna. Alles, was darauf kommt und was sich darauf stützt, nehmen wir an, arbeiten wir damit, Wirtschaft, Statistik, Finanzen. Ja? Und alles, was dem widerspricht, deswegen haben wir unsere Basis eigentlich. Genau so ist es. Genau so ist es. Es ist schon beschämend, wie simplistisch hier die Gedankengänge ablaufen. Prämisse 1, der Koran kann sich nicht irren. Prämisse 2, wenn doch, dann siehe Prämisse 1. So einfach ist das. Und jetzt wird es auch für jemanden wie mich zu viel des Guten. Und ich glaube, egal wie geduldig jemand ist, die folgenden Darlegungen zeigen, was hier für ungebildete, wissentlich ignorante Menschen unterwegs sind. Es ist eine Schande, dass es heutzutage Menschen gibt, die in Europa aufgewachsen und zur Schule gegangen sind und so wenig mitbekommen haben. Es ist katastrophal in meinen Augen, wie junge Menschen Führungspositionen innehaben werden, die Verantwortung übernehmen müssen für diesen Planeten und so dermaßen dumm sind, dass selbst die einfachsten Themen einfach nicht verstanden werden und die dann das auch noch rausposaunen. Anstatt sich zu schämen oder zu lernen und sich zu bilden, weil Ignoranz ja durch Bildung besiegt wird, laufen die lautgrölend rum und zeigen die eigene Unwissenheit auch noch. Wie borniert kann man denn noch sein? Wir wissen, dass Adam und Hawa erschaffen wurden. Das ist die Basis, von der wir ausgehen, wie du gesagt hast, Koran und Sunna. Nein, wisst ihr nicht. Ihr wisst nichts von Adam. Nichts. Ihr glaubt einfach nur blind einem Märchen, einem alten Buch voller Fehler, in dem ein, und das muss man sich jetzt mal auf der Zunge zergehen lassen, ein 30 Meter hoher, 960 Jahre alter Mann namens Adam vorkommt. Sonst nichts. Seid ihr denn völlig bescheuert? In der Sekundärliteratur, den Hadith, finden wir andauernd solch idiotische Behauptungen. Und dann auch gleich hinterher die Begründung, die Muslime unmissverständlich auffordert, auch den größten Blödsinn zu glauben, solange er im Koran vorkommt oder der Sunna. Der Muslim muss mit voller Inbrunst glauben, was ihm in diesem Buch von Allah, dem Gott im Islam, sowie Mohammed gesagt wird. Was im Koran oder in der Sunna steht, in beiden. Er muss es glauben, ohne die geringsten Zweifel. Ob er es versteht oder nicht, ist egal. Ob er es blöde findet oder nicht, ist egal. Denn wenn er etwas nicht versteht, bedeutet das ja nicht, dass es nicht passiert ist. So idiotisch ist das. Und das erklärt diese Behauptungen, die hier aufgestellt werden, ohne die geringste Anstrengung, Belege zu liefern oder auch nur den Hauch eines Beweises. Es ist blinder Glaube, es ist Verblendung und sonst gar nichts. So, nach 14 Minuten ist Ende mit der traurigen Vorstellung. Jetzt kommt in meinen Augen der peinlichste Teil. Imam TV ist extrem unehrlich und heuchlerisch wie sonst kein Kanal, den ich kenne. Und jetzt kommt die Aufforderung, doch interaktiv mitzumachen. So, wie sie in den anderen Videos immer das Kommentieren herausstellen. Nur wenn der Kommentar kritisch ist, wird dieser sofort zensiert. Das ist Heuchelei pur. Ja, und ich habe das jetzt geschrieben, ohne vorher das Video gesehen zu haben, sondern ich mache das so, wie die Sätze jetzt einfach rüberkommen. Und da kommt jetzt eine riesen Überraschung für mich. Mein Kommentar, den ich vor circa einem Jahr geschrieben habe, wurde hier in diesem Video beantwortet. Echt? War es tatsächlich so? Nee, natürlich nicht. Ich habe eine Behauptung aufgestellt, und zwar, dass der Atheismus wissenschaftlich ist. Und die Theologie nicht. Jetzt müssen wir jetzt keine eigene Show drum machen. Ja? Also wenn er über diesen Kommentar redet, dann stimmt das ja hinten und vorne nicht. Und come on, ich würde niemals behaupten, dass der Mensch ohne Götterglauben wissenschaftlich ist. Oder dass ein Nicht-Götterglauben an sich wissenschaftlich ist. Das ist völliger Quatsch. Aber anstatt mich mal anzutippen und mich zu bitten, noch mal etwas näher zu erläutern, also wird hier einfach darüber geredet, wo ich, jetzt muss ich gestehen, durch Zufall auf meinen eigenen Kommentar stoße, der hier genannt wird. Ach ja, dieser Kommentar übrigens ist nicht gelöscht worden. Wohl aber der mit meinem üblichen Avatar in Deutsch. Schon schlimm. Warum Stefan zensiert und gelöscht wird, Steve aber nicht,
wird wohl immer ein Rätsel bleiben. Vor allem, zumindest probiere ich das, wenn ich als Stefan wesentlich zurückhaltender war. Und die sogenannte Antwort bzw. der nun folgende Kommentar ist schon wieder eine Demonstration der Unwissenheit. Nein, die Wissenschaft basiert nicht auf blindem Glauben. Überhaupt nicht. Ganz und gar nicht. Genauso wenig wie Halluzinationen oder Wahnvorstellungen eine Basis der Wissenschaften sind. Eine wissenschaftlich basierte Behauptung ohne Belege und Daten ist völlig nutz- und sinnlos. Nicht wissenschaftlich. Das ist ganz einfach. Damit ist das Video beendet. Alles in allem eine traurige Vorstellung, einfach nur peinlich. Für die beiden hier peinlich, für Muslime generell peinlich. Weil die dürfen niemals offen Kritik üben und das werden die auch nie tun. Und es ist auch peinlich für den Islam, der für den ganzen Quatsch ja letztendlich verantwortlich ist. Aber deswegen wird es ja auch ganz viele Muslime geben, die dieses Video richtig spannend finden. Da ja der eigene Glaube bestärkt wird. Ob durch Lug und Trug ist den meisten völlig egal. Mal etwas zu hinterfragen oder nach Belegen zu fragen, nee, ist nicht. Und für mich ist eben Wahrheit, Ethik, Integrität und Realität wichtig. So viel von mir als Kommentar zu diesem Video, wobei ich überzeugt bin, dass ich bei den Islam-Apologeten wenig ausrichten werde. Aber vielleicht gibt es ja auch ehrliche Muslime, die sich fragen, ob die Darstellungen nicht zeigen, dass hier etwas oberfaul ist. Wer meine Gedanken mag, Daumen hoch, wer es nicht mag, Daumen runter. Aber es wäre klasse, wenn ihr mir sagt, warum. So, viel Spaß beim Denken, bis zum nächsten Mal. Ciao, bis dann.